Hallo Anna. Hallo. Der Präsident Piñera hat ja nun vor kurzem ihn am Sonntag angekündigt, also die Polizeigewalt wohl erstmals kritisiert. Wie sieht's denn aus? Ist es da besser geworden in Chile? Davon kann man bislang nicht reden. Also er hat das kritisiert. Andererseits finden nach wie vor Menschenrechtsverletzungen statt. Es werden nach wie vor Menschen auf den Straßen verletzt, wenn sie friedlich demonstrieren. Ich habe hier gerade zum Beispiel die aktuellen Zahlen vom chilenischen Menschenrechtsinstitut. Es sind mittlerweile über 220 Menschen, die mindestens ein Auge verloren haben durch den Einsatz von Schrott und teilweise komplett ihr Augenlicht verloren haben zum Beispiel. Insgesamt wurden fast 1000 Menschen durch Schrotkugeln verletzt an verschiedenen Körperteilen. Also es gibt 6 Anzeigen wegen Mord durch oder wegen Tötungsdelikten durch seitens der Sicherheitsbehörden, 66 Anzeigen wegen sexualisierter Gewalt. Das ist quasi sind alles Dinge, die innerhalb von einem Monat passiert sind. Und ich denke, wenn man das in Vergleich setzt mit anderen Regionen, in denen es soziale Konflikte gibt, zum Beispiel oder Proteste auch, zum Beispiel in Hongkong oder in Katalonien, und dann sieht man relativ schnell, dass das Vorgehen hier überaus repressiv ist und dass eigentlich systematische Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Bislang zeichnet sich da keine Änderung des Verhaltens der Polizei ab. Da muss man wohl die nächsten Tage abwarten, ob sich da tatsächlich was ändert. Aber was tatsächlich in den letzten Tagen noch passiert ist, ist, dass hier davon ausgegangen wird, dass die Polizei mittlerweile ein neues Mix an Tränengas verwendet, das irgendwie stärker wirkt. Das wurde von mehreren Seiten berichtet. Es ist auch schon am 16. November ist auch ein Mann, der bei einer Demonstration war und von dieser neuen Gasmixtur getroffen wurde, hat einen Herzinfarkt hat einen Herzinfarkt gehabt, wurde dann da von anderen Protestierenden, die wollten ihm helfen, die wurden vom Wasserwerfer angegriffen. Es hat also relativ lange gedauert, bis er ins Krankenhaus kommen konnte, wo er dann endlich gestorben ist. Also das war vor 3 Tagen. Daher bislang kann man da nicht davon sprechen, dass die Repressionen und die Menschenrechtsverletzungen nachgelassen haben. Nun war ja ein anderer wichtiger Punkt, irgendwie zu einer Änderung zu kommen, eine verfassungsgebende Versammlung, da wird jetzt auch von gesprochen. Was kannst du dazu sagen? Genau, also es wurde von mehreren politischen Parteien eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die Rede ist von einem Verfassungskonvent, also Convention Constitutional, was wohl nicht ganz das gleiche wie eine verfassungsgebende Versammlung, also Assemblea Constitutional ist, das was gefordert wird. Und im gleichen Zuge wurde da festgelegt, dass dann im April 2020 eine Volksabstimmung dazu stattfinden könnte. Wie gesagt, also es ist von einem Verfassungskonvent in diesem Dokument die Rede. Mehrere Expertinnen, also Juristinnen, haben dazu gesagt, dass der Unterschied ist, dass die Gruppe der Teilnehmenden stärker eingeschränkt ist, also mehr auf Expertinnen ausgerichtet ist und weniger sich aus verschiedenen zivilen Gruppen zusammensetzt. Das ist alles noch nicht festgelegt, aber gerade dadurch, dass man eben hier andere Begrifflichkeiten verwendet hat und die ermöglichen, dass das Ganze irgendwie dass die Teilnahme und die Repräsentation eingeschränkter ist. Es ist auch nicht klar, welche Rolle spielt der Kongress dabei. Da sind die Mehrheit der Menschen steht dem Ganzen sehr kritisch gegenüber und sieht das eigentlich eher als so eine Art Falle an oder als so eine Art Täuschungsmanöver der Regierung, die jetzt versucht eben so scheinbare so kosmetische Reformen zu machen. Also man möchte hier schon eine richtige verfassungsgebende Versammlung, in der eben nicht einfach nur die Parteien vertreten sind, die jetzt schon im Kongress sitzen, die schon die ganzen letzten Jahre, Jahrzehnte, also die für die Politik der ganzen letzten Jahrzehnte stehen, sondern wie ich in dem letzten Interview auch schon gesagt habe, besteht sehr viel Kritik und Skepsis gegenüber diesem Repräsentationsmodell und den politischen Parteien hier. Und deswegen fordern die Menschen so eine verfassungsgebende Versammlung, die sich stärker an den Basisstrukturen orientiert, die sich hier in den letzten Wochen auch stark herausgebildet haben. Da würde man Misstrauen auch schon bei dem Wort Referendum anfangen. Da ist ja dann die Frage, was wird so dem Volke dann vorgelegt und so zwischen 2 Fragen und außerhalb geht nichts mehr und wer diese Fragen bestimmt, der bestimmt auch ein bisschen den Ausgang. Genau, das ist unklar und auch wer schreibt überhaupt dann diese neue Verfassung. Also viele offene Fragen dazu, deswegen.
sehr viel Skepsis. Nun hast du vorhin im Vorgespräch auch gesagt, es gäbe auch so eine Gegenbewegung aus, sagen wir mal, bürgerlichen Kreisen. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, aber sowas wie Gelbwesten. Ja, genau, die nennen sich auch Gelbwesten hier, Chalecos Amarillos, also das sind ZivilistInnen eher aus den oberen Schichten, naja, wo man sagen kann, die um ihre Privilegien fürchten und sich gegen die Proteste stellen. Das ist jetzt keine total große Bewegung, das war eher so vor ein, zwei Wochen im Gespräch, da war dann auch im Gespräch, dass die irgendwie eine größere Demonstration geplant haben. Die fand aber am Ende auch nicht statt. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz klar, welchen Umfang diese Gegenbewegung hier hat. Also ja, aber also es sind auf jeden Fall Leute bei Protesten schon aufgetaucht. Es gab irgendwie Angriffe auf Demonstrierende seitens dieser sogenannten Gelbwesten. Es scheint keine total große Bewegung zu sein, aber genau, die gibt es auf jeden Fall auch, also diese Gelbwesten. Ja, und dann gab es noch einen Fall von einem Amerikaner, der auf Demonstrierende geschossen hat. Also das sind ja bislang eher, naja, wie ich würde Amerikaner sagen, eher noch Einzelfälle. Ja, also ein Amerikaner, der in Chile lebt, ein amerikanischer Ökonom, der ja dann das mit seiner Zuneigung zum Neoliberalismus mehr oder weniger erklärt hat, hat einen Demonstranten stark verletzt, der ist ins Krankenhaus gekommen und er steht jetzt vor Gericht. Gott, ja, das war ein Einzelfall außerhalb Santiagos in der Region Valparaíso. Mhm. Dann danke ich dir für dieses Gespräch. Wir werden das Chile weiter verfolgen. Vielen Dank, Anna. Tschüss. Ja, sehr gerne. Tschüss, Jan.